Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei Hunter und Kronen. Jetzt hatten wir ein paar Rezensionen am Stück, jetzt spielen wir auch mal wieder was hier. Sonst wird nämlich die Zeit zu knapp und dann hätten wir heute schon Schluss machen müssen. Aber nein, Ah, jetzt spielen wir noch was. ein kleines Let's Play schaffen wir noch und wir schaffen heute noch Welcome to your perfect home. Wir bauen wir sind Architekten im Babyboom der Nachkriegszeit in den Kann auch 50er Jahren in sagen, in der Amerika. Spießerzeit in Amerika. Und da wird halt so schöne Vorgartensiedlung, so schön abgezäunt, alles mit Pool, akkurat, Swimmingpool, schön genau. durchnummeriert. Das passiert hier, das Ganze fühlt sich an wie ein Roll-and-Ride-Game, aber Pete hat mich aufgeklärt, weil es gibt ja gar keine Würfel, deswegen wäre es auch absurd. Es ist streng genommen dann, was hat er jetzt gesagt? Card Ein and draw. Card ein and write. Fill, ein Draw and Fill. Ein Draw and Fill, weil wir Karten drawen und trotzdem Sachen fillen, aber es fühlt sich an und man kann es natürlich im weitesten Sinne schon gut mit Roll and Write Spielen vergleichen, weil es hat auch diese Sache, dass man es hier wie Bingo von 1 bis 100 Leute spielen kann. Ja, einer sagt die Zahlen an, 7 Park, 8 Pool und dann können alle mitspielen, solange sie einen Zettel haben. Das Ganze dauert angeblich 25 Minuten. Ab 10 Jahren wird es empfohlen, weil es tatsächlich von den Roll and Write Spielen zumindest etwas komplexer. Also die Regel erklärt sich nicht in einem Satz. Es gibt hier schon mehrere Dinge, die hier passieren können. Es gibt Gärten, es gibt Pools, es gibt Zeitarbeit, wir können Häuser verkaufen und so weiter und so fort. Aber das im Detail werden wir das euch im Einzelnen erklären. Die wichtigste Regel ist, dass wir auch halt diesen Block hier so schön Ja. durchnummerieren werden mit Hausnummern. Also hauptsächlich tragen wir Hausnummern in Gebäude ein und wenn eine Hausnummer in einem Gebäude ist, dann ist es auch schon fertig. Und das müssen halt aufsteigende Reihen sein. Also wir können nicht hier, dann, ihr versteht schon, hier fängt es an mit einer 1 und hier hinten hört es hoffentlich auf mit einer 15 und da ist nicht irgendein Murks in der Reihe, sonst weil würde dann ja der hätte ich gar Postbote nicht, überhaupt nicht mehr der weiß gar durchblicken. nicht, wo er hin muss und so darf man das dann auch gar nicht bauen. Und dann gibt es aber natürlich noch jede Menge Sondersymbole, die wir dann aber erklären, wenn sie ins Spiel treten. Es gibt drei Möglichkeiten, wie das Spiel endet. Entweder weil einer von uns zum dritten Mal gar nichts machen konnte. Das passiert aber wenn, dann erst ganz am Ende. Wenn einer von uns es geschafft hat, so alle drei ausliegenden Die hier. Architekturaufträge, Bauaufträge zu erfüllen. Oder wenn wir natürlich einfach in alle Häuser Zahlen reingeschrieben haben. Und auch was es mit diesen Aufträgen auf sich hat, würde ich dann erst erklären, wenn wir schon so ein bisschen angefangen haben. Das allererste, was wir tun müssen, lieber Hunter, ist, wir müssen unserer Stadt einen Ha, Namen ein geben. Fest. Welcome to Ist doch klar. Scap Island. Und bei dir? Ist doch logisch. Huntertown. Huntertown. Ist doch klar. Huntertown. Scap Island. Gleich mal als Quizfrage. Gerne in die Kommentare schreiben. So, wir fangen jetzt einfach mal an. Hier liegen, wie gesagt, jetzt diese drei Sachen. Der Mechanismus ist, wir decken jetzt einfach von jedem Stapel eine Karte auf. Das sind alles drei gleich hohe Stapel, die aus jeweils 27 Karten bestehen. Und jetzt ist die erste Auswahl, wir werden jetzt nur eine dieser zur Verfügung stehenden Dinge nehmen. Und was zur Verfügung steht, ist 6 mit Verkaufen, 5 mit Park, 9 mit Park. So, das Verkaufen erklären wir später. Ich kann nur jetzt schon mal sagen, es macht noch keinen Sinn, weil man kann nur fertige Siedlungen verkaufen. Eine fertige Siedlung, da muss auf jeden Fall eine Hausnummer drin sein. Das könntest du zwar noch machen, aber eine Naja. fertige Siedlung braucht auch einen zweiten Zaun. Also hier ist Naja, imaginär Zaun. schon einer. Du kannst so Zäune bauen, um Siedlungen Haben wir aber nicht, wir haben fertigzustellen. keine Zäune, also. Also nicht, also sinnvoll wäre jetzt halt eine 5 oder 9 mit Park. Und wo du die reinschreibst, ich würde natürlich sagen, ja, man lässt sich vielleicht diese Poolfelder noch offen, weil das ganz gut Naja, ist. also die Zahlen können bis 15 gehen, das heißt, eine 9 ist dann schon relativ weit oben, ne? Ich nehme mal 9 mit Park und denk einfach mal, dass das hier relativ 10, 11, 12, 13, das ist schon. Aber welche Reihe ich nehme, ist auch erstmal egal, ne? Kann ich auch erstmal jede Ich Reihe mache nehmen. hier oben Ich nehme, glaube ich, auch 5. Oder mal 9,4. das heißt, ich schreibe hier einfach die Hausnummer mit der Oder 9 9. rein. Ja, ich nehme hier die mittlere. Ich nehme die mittlere. Ach, das ist jetzt ein Und bisschen. Park bedeutet, also Nee, da ich das nehme die ja, unterste Reihe. 9, ich hier. muss quasi diese Kombination aus diesen beiden natürlich, ich kann jetzt nicht die 9 und das Symbol hier nehmen, sondern 9 Ja. mit Park. Und Park bedeutet, dass in der Reihe, wo ich diese Hausnummer reingeschrieben habe, ich hier Also hier. oben so ein kleines Ja.
nicht so ganz gut zu erkennen ist, aus der Ferne vielleicht Symbol durchkreuzen. Dadurch habe ich jetzt hier schon die Wertigkeit meiner Parks erhöht. Die war gerade noch auf 0 in der Reihe. Jetzt ist die Reihe schon so hübsch, weil da ein Baum gepflanzt wurde, dass sie schon 2 Siegpunkte wert ist. Das war's. Also eigentlich flott. Du hast auch was genommen. Ja, was auch 9 und Park, 9 aber halt Park in der unteren Reihe. Nicht in der, du jetzt tun wir einfach auf jeder Karte das so umdrehen. Und jetzt können wir quasi wieder überlegen. Ja. Jetzt haben wir eine 13 mit Pool, eine 4 mit Park oder eine 2 mit Verkaufen. 13 mit Pool. Wir brauchen erstmal Zäune, bevor wir verkaufen können. Eine 13 mit Pool. Ich glaube, ich nehme die 13 mit Pool. 15 ist die höchste Karte, hast du gesagt. Hm. Ich wag's. Ich mache auch 13 mit Pool, mache ich hier hinten rein. Ja, so 13 und Pool bedeutet jetzt, ich habe jetzt quasi eine 13 reingeschrieben, wo ein Pool ist. Genau. Deswegen darf ich hier bei Pool. Ah, ich glaube, wir haben uns im Pool ins gleiche Haus gebaut. Genau, das kreuzt man quasi hier, weil wir einen Pool gebaut haben, das an. Wir hätten die 13 natürlich auch irgendwo hinschreiben können und auf den Pool-Effekt verzichten. Das ist kein Muss, dass die 13 zu einem Pool geschrieben wird, aber es gibt halt Bonuspunkte am Ende. Ist klar. Wir warten mal noch, bis ein Zaun kommt, bis wir erklären, was es mit diesen Aufträgen auf sich hat. Aber dir sage ich schon mal zur Erinnerung, den nicht vergessen. Ich hab auch nicht mehr. Hätte vielleicht ah, da ist der Zaun. Da ist ein Zaun. So, mit dem, wenn wir jetzt den Zauneffekt nehmen, dann dürfen wir irgendwo einen Zaun zeichnen, also eine dieser weißen Striche hier ausmalen. Ja, hier, das muss nicht da sein, wo du diese 13 malst. Und wenn du jetzt einen Zaun irgendwo hast, dann kannst du ja so Gebiete abtrennen, Siedlungen, kleinere Siedlungen bauen. Und das ist genau die Bedingung, die wir hier sehen. Zum Beispiel für also diese ich zeige das jetzt mal ein bisschen näher hier. Wollen wir eine Siedlung hier so mit 5, glaube ich, mit 5, 3 und mit 3 2. Und mit 2, genau. Und dafür, wenn du das alles hast, alle diese drei Arten, dann und das auch als erster, dann kriegst du 13 Punkte. Und das haben heißt natürlich erstmal mit einem Zaun, also müssen die Gebiete in der richtigen Größe abgetrennt worden sein. Und zweitens müssen überall natürlich Hausnummern drin sein. Genau, und dann gibt es noch 2 weitere Sachen, das ist so ähnlich, nur mit 3 Einern und einem Sechsergebiet. Genau. Und das hier ist einfach, du musst die Randfelder halt besetzt haben, alle 6. Was natürlich und immer so ein bisschen, ne, Randfelder. Davon gibt es wirklich, also es sind in 3 Kategorien, 1, 2, 3, diese Bauaufträge gibt es wirklich jede Menge Zeug. Ich zeige es einmal kurz hier in der nahen Kamera, es ist halt einfach, ja. Die Varianz im Spiel, ne, muss man dazu einfach sagen. Weil sich da tatsächlich die Anleitung ein bisschen unklar ausdrückt oder sagen wir mal die Feinheit auch erst im, wie sie es nennen, fortgeschrittenen Spiel kommt. Es ist so, dass oft sich ja diese Größe, das haben wir jetzt zum Glück nicht, von Bauaufträgen doppeln kann auf so einer Karte. Du hast vielleicht 2 oder 3 Karten, wo 5 erfordert werden. Und angeblich in diesem Einsteigerspiel, es ist nicht ganz klar, da kannst du die dann vielleicht doppelt werten, was aber dazu führt, dass, wenn es jemand drauf anlegt, das Spiel sehr früh beenden kann. Und in dieser fortgeschrittenen Variante, wie ich auch wirklich empfehlen würde, es zu spielen, kannst du natürlich jedes Ding nur einmal werten. Also es wird dann auch wirklich beim Werten oben markiert und du kannst es dann... Aber wir haben jetzt keine Doppelung. Also wir haben eh keine Doppelung, da übrig sich aber trotzdem erwähne ich es mal, weil wir es auch erst bei der zweiten Partie in der Anleitung gefunden haben. Und beim ersten Mal es falsch gespielt haben und da fanden wir es sehr gut. Und hat uns echt gestört, dass es so früh zu Ende war. Und das war tatsächlich nur möglich, weil wir diese Regel ja noch nicht hatten. Hm. Naja, jetzt muss ich ja sagen, 12 mit Pool. 12 mit Pool oder 13 mit Zaun? Oder 10 mit Park? 12 mit Pool. Ich werde 10 mit Park nehmen. Ich mache 12 mit Pool. Hier oben mache ich 12, passt wieder an den Pool. Ich werde mal weitermachen, du bist ja auch schon fertig. Bin fertig, ja. Jetzt kann man nochmal ein neues Symbol. 2 neue Symbole. Hast du einen Zaun gemacht? Nee, ich habe auch niemand Zaun gemacht. 2 neue Symbole. Zaun gemacht. Wir haben einmal Zeitarbeit, da hat man hier eine größere Auswahl. Das kann nämlich 1 bis 2 hoch oder runter, also wir könnten eine 3 oder 4 oder eine 6 oder 7 aus dieser 5 machen und kreuzen dafür ein Zeitarbeitssymbol an und auch dafür wird man tatsächlich bei Spielende belohnt. Das sind die hier. Wer da mehr angekreuzt hat, so, da unten, ja, und dann gibt es noch die 10 bis. Das ist auch Zeitarbeit, Entschuldigung, hier, das ist 10 bis. Ja, das weil ist man bekommt sozusagen die Hausnummer, wie üblich, die 10 und darf dann noch eine zweite Zahl schreiben, die sich tatsächlich auch doppeln darf. Also ich, wer hier mal gucken mag, ich könnte mit der bis jetzt hier eine 9 bis, also bis ist eine sehr seltsame, wir haben jetzt immer eingeführt, dass man halt, so ist es auch vertraut, A, ja? 9A zum Beispiel. Aber das bräuchtest du hier gar, du könntest es hier machen. Ich könnte auch so die 10 natürlich eh reinschreiben, und Vorsicht, es gibt auch Minuspunkte, je mehr man davon benutzt, im Gegensatz zu allem, was wir bisher kennengelernt haben, wo alles gut war zu benutzen, das ist so ein starker Effekt. Aber das heißt 10 und dann eine beliebige Zahl, Haben wir auch in der ersten Partie falsch gemacht, aber es
momentaner Stand unseres Wissens, wie die Anleitung sich ausdrückt, du machst das und das. Dadurch ist es sehr stark, aber es wird halt auch mit Minuspunkten. Ja, verstehe. Verstehe, verstehe. Okay. Ja, die sind ja alle nicht so. Was mache ich das tatsächlich jetzt? Aber das ist kein die Problem. Ein, das ist halt blöd, weil wir keinen Zaun haben. Ja, ist richtig blöd. Das sind ja tatsächlich zum ersten Mal nicht ganz so gute Sachen. 7 könnte ich da noch draus machen. Ja, ich mache auch das und mache da eine 7 draus. 7, ja. Das passt mir auch nicht perfekt. Ja, perfekt ist nicht. Nee, ich mache eine 6 draus. Und kreuze hier unten das hier an. Ah, ich habe hier schon, man merkt schon, dass ich nicht der perfekte Welcome to Two-Spieler bin, aber ich mache hier eine 6 draus. Mhm. Und kann dann auch hier eins abkreuzen. Genau. Wir müssen jetzt mal so einen Zaun machen, das kann man echt nicht verkaufen. Also 11 mit Zaun. Oh, 11 ist total blöd. Muss man da auch den Zaun machen? Nee, kann man irgendwo du kannst ihn irgendwo hin machen. Den Zaun kannst du irgendwo hin machen. Was ist es? 3 und 6. Das war ein voller Fehler hier. Merke ich natürlich. Das ist natürlich. 11 und Zaun, ja. Jetzt die Frage, wo mache ich den Zaun hin? Ich mache hier 11 hin. Ich mache den Zaun tatsächlich mal. Mach ihn mal hier hin. Dann malt man hier einfach so einen Zaun rein. Wie gesagt, der muss nicht da sein, wo die Hausnummer ist, sondern kann man irgendwo reinmalen. Ja, alles gleich, aber auch reingemalt. Okay. Genau, 11 mit Zaun, die 11 hier und den Zaun da oben. 2 mit Zaun, 7 bis 9 und Makler. 2 mit Zaun. Ich nehme die 2 mit Zaun, mache die 2 ganz links hier oben rein. Nein, das gibt es in der Straße nicht. Ich nehme keiner. Die 7 mit Zaun. Und die 2 mit Zaun. Ich fange mal an, hier so einzelne Villen abzutrennen. Macht das Sinn? Einen. Okay. Ich mache mal hier den tatsächlich direkt nochmal ein. So. Gut, weiter geht's. Das ist jetzt schon ein fertiges Gebiet, aber es ist noch keine Hausnummer drin, deswegen kann ich es auch noch nicht verkaufen. 11 mit Zaun, 6 bis. Müssen wir hier auf ein bisschen. Ist verwirrend mit den Karten, aber das haben sie schon gut gemacht von beiden Seiten, kann man es auch sehen. 14 mit. 14 mit Park, 11 mit Zaun. Das werde ich nehmen, 14 mit Park. Ja, das passt, finde ich auch ganz gut. Die 14 mit Park nehme ich auch. Hier unten nämlich. Und darf dann hier einen Park ankreuzen. Mhm. Hier, 7 mit Park, ja, 13 mit Park. Achso, du willst es mal richtig umdrehen. Ja, ich drehe es mal ein bisschen richtig rum. Das ist für die Kamera ein bisschen einfacher zu erkennen. 13 mit Park, 7 mit Park oder 6 mit Zeitarbeit. Ich nehme tatsächlich die 13 mit Park hier oben. Ja, ich nehme auch die 13 mit Park. Da habe ich hier nämlich schon 2 Parks, sind die schon 4 wert. In der Reihe gibt es nur 3, ne? Die ist maximal verbessert sozusagen. Okay. 11 bis, 12 bis und 6 mit Park. Ich nehme 12 bis und schreibe die hier rein. Und jetzt kann ich noch irgendeine andere reinschreiben. Irgendeine. Die auch gleich sein kann. Ja, das ist schon verlockend. Warum mache ich einfach hier den, damit der mir nicht mehr anbrennt hier? Ich mache auch, ich glaube, ich mache das. Und ich muss hier mal ein Biss ankreuzen. Ich mache hier die 11 rein. Für die 11. Und das Biss mache ich hier halt eine 13a. Okay. 8 mit Zaun. Verkaufen. 9 mit Verkaufen. 9. Und 15 mit Zaun. 9 mit Verkaufen. 15 mit Zaun. 15 mit Zaun ist aber auch gut. Das nehme ich. Ich werde jetzt hier. Auch. 15. Ich muss noch kurz überlegen, wo ich den Zaun hinmache. Ja, komm, der kommt einfach direkt. Der wohnt halt alleine. Ja. Ja? Okay. Dann haben wir eine 5 mit Pool
Eine 4 mit Zeitarbeit und eine 3 mit Park. 5 mit Pool ist natürlich gut. Ich nehme, ohne länger zu überlegen, die 5 mit Pool. Die will ich auch nehmen. Schon mein dritter Pool. Ja, ich nehme auch eine die 5 mit Pool. Wasserreiche Stadt, dieses Cab Island. Das ist ja auch eine Insel. Okay. 7 mit Zaun, 3 Biss und 15 mit Pool. Oh, 15 mit Pool ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Achso, für das Biss hast du vorhin auch, Entschuldigung. Ja, ja. Ganz vergessen, ich muss meinen natürlich noch hier bis Minus angreifen. 7 mit Zaun. Ja, ich werde 3 Biss nehmen. Ich muss mich hier 3 und dann streiche ich nochmal ab und mache dann noch eine 5. Aggressiv, aggressiv. Okay, ja. Aber ich probiere. Oder 15 mit Beine. Ich mache das auch tatsächlich. Die 3 hier oben. Mhm. Aber dann werde ich jetzt aufhören, weil das geht dann schon in das Minus. Und hier unten mache ich die 11a. Nochmal 7 Zaun. 1 Biss. Oh, dieses Biss die ganze Zeit. Zack. 5 Zaun. Es gibt halt Minuspunkte, das darf man nicht vergessen. Das ist eigentlich gar nicht so. Lass das jetzt schon. Oh. Hast du schon alle 3? Ja, Minuspunkte? Schon wieder alle 3 umgehört. Das ist alles Quatsch. Ich nehme 5 mit Zaun. Ich nehme 7 mit Zaun, glaube ich. Muss ich kurz gucken, wo ich den Zaun mache. 7 Zaun. 2, 6. Oh, das war natürlich auch nicht geschickt. Naja, egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Gut. Okay, ich werde schon mal umdrehen, ja? Ja, ich mache den Zaun einfach hier hin. Oh, 4 und verkaufen, 12 und Park und 14 und verkaufen. Oh, 14, 4. Ich nehme 4 und verkaufen. Ich nehme auch 4 und verkaufen, das heißt, ich mache hier eine 4 hin. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel die... Jetzt kannst du halt eine fertige Siedlung verkaufen. Ich kaufe jetzt mal die Dreier-Siedlung, genau, verkaufe ich mal. Da. Ganz genau. Ich habe, was habe ich, die 4 hier reingeschrieben und ich verkaufe... Ja, ich verkaufe jetzt so eine Einzelsiedlung einfach mal. Das heißt, kreuze ich hier vorne an, eine Einzelsiedlung kann man nur einmal verkaufen. 8 Zeitarbeit, 9 Zeitarbeit und 11 und verkaufen. 11 und verkaufen. 8. Ja, ich nehme 8 und Zeitarbeit. 11 und verkaufen. Ja, ich nehme 8 und Zeitarbeit. 8 und Zeitarbeit. 11 passt mir nicht. Ich mach 11, ja, Erde 11 und verkaufen. Jetzt verkaufe ich meinen Dreier auch. Zack. Oh, 1 bis 10 und. Oh, nein! Ja, 10 und Park. Oder? Ja, doch, ich nehme 10 und Park. Oh, 8 und verkaufen gibt's. Ja, 8 und verkaufen. Das nehme ich. 8. Ich nehme 10 und Park. 8 passt ja perfekt rein. Und verkaufen kann ich jetzt das frisch fertig gewordene 6er. Tja. Und ich habe... Achso, man muss sich das ja zuerst, wenn man es zuerst hat. Aber ich habe das leider noch nicht. Ich habe es noch nicht, leider. Ich wollte gerade schon... Falscher Alarm. Aber ich habe es, glaube ich. Welches 1, 2, 3, 4, 5... Nee, habe ich noch 5, nicht. Nee. Ich habe es noch nicht. 5, 3 und 2. 5, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Doch, 3 und 2. Ja, doch, ich habe das. Ich habe es, glaube ich, schon vorher gehabt. Ich war noch ein bisschen... Ich bin noch nicht so der... Ja, jetzt drehst du einfach um. Genau, jetzt drehst du einfach um. Die 13 auf. Und die 13 Punkte kriege ich jetzt hier rein. Nummer 1 habe ich quasi. Aber die musst du jetzt alle abstreichen halt. Das 2er, das macht man dann oben so einen Strich rein. Okay, das heißt hier, das ist die 5er. Weil es schon oft die Situation gibt, dass das halt überschneidet mit anderen. In dem Fall... Die habe ich jetzt quasi, die 3er. Und die 2er. Und die 2er. Die hast du jetzt alle... Als Bauauftrag umgewandelt sozusagen. Okay, ja, nicht schlecht. Shit. Welcher war das? Der da, okay. Aber jetzt haben wir schon. Nee, das ist neu, ne, oder? Nee, 10 und Park haben wir doch gerade gemacht, oder? Nee, haben wir nicht gemacht. Doch, wir haben. Nee, ich habe gerade. Doch, 8 und verkaufen, doch. Das war. Das, also, das was habe ich da gerade gemacht? Ah ja, 8 und. Nee, hä, was habe ich denn da gerade gemacht? Das bin ich kurz durcheinander gekommen. Nee, ich glaube, ich habe 10 und Park gemacht. Du hast, glaube ich, auch was 10 gemacht. 10 und Park habe ich gemacht. Ja, 10 und Park, alles klar. Gut, nee. Wunderbar, es geht weiter. Mit 13 und Zeitarbeit, 5 und Verkaufen und 8 und Zeitarbeit. Mal diese großen Zahlen. Aber kann ich trotzdem, das kann ich ja trotzdem noch verkaufen, ne? Verkaufen kann ich ja alles, was ich will. Nur quasi nicht mehr werten für Bauaufträge.
Ja. Ja, dann mache ich 5 und verkaufen, glaube ich. 5 und verkaufen meine 1, 2, 3, 4, 5, mein 5er. Ich mache auch 5 und verkaufen. 5 und verkaufen und dann verkaufe ich. Wobei das thematisch ja so ein bisschen komisch ist, dass ich quasi meine 5er-Siedlung mehrmals verkaufen kann. Ne? Da ist halt auch die Anlage. Das haben wir, wie gesagt, am Anfang auch falsch gespielt. Aber das ist jetzt unser Stand jetzt, weil da muss man auch nicht abstreichen. Wenn man drüber nachdenkt, macht es natürlich Sinn. Du kannst die gleiche Siedlung immer wieder verkaufen. Auch abrechnerisch macht es ja Sinn, weil es bringt ja gar nicht so viel. Da hast du halt eine 6er, die ist quasi wertvoll, anstatt mehrere. Ja. Ich habe neu aufgedeckt. Aber ja, wir haben da auch 7 Pool, 14 Pool. Und... 14 und Park und 9 bis alles so hohe Zahlen. Was mache ich? Ich glaube, ich mache 14 und Park. Ich nehme die 7 mit Pool. Die passt nämlich hier ganz gut hin. Ich brauche jetzt nur mal wieder einen Zaun, merke ich. 7 ich brauche auch Zaun. Ah, jetzt werden kleine Zahlen gekommen. Sehr gut. 2 und verkaufen, 4 und Zaun. 10 und Zaun. Na, ich nehme auf jeden Fall die 2 und Zaun. Ich nehme auf jeden Fall 4 und Zaun. Jetzt nehme ich hier die 4. Und jetzt mache ich hier noch einen Zaun rein. Wo mache ich den? Machen wir denn jetzt hier? Hier. Ich mache hier einen Zaun. Und jetzt habe ich hier, ich habe 1, 2, 3 Einzler und 1 Sechser. Ah, das hast du jetzt. Das okay. Habe ich wenigstens. 11 bei Nummer 2. Zack. Den hast du, okay. Das heißt, der ist approved. Ja. Verstehen. Und ich muss natürlich hier diese, das war der Einser verkauft, den Einser, nicht verkauft, sondern halt ja, okay. Zack, gut. Diese Sechser. Dann geht's schon weiter. 3 und verkaufen, 10 und Park, 12 und Pool. 12 und Pool nehme ich. 12 und Pool, ja, 12 und Pool nehme ich auch. Das krass. Ist gut. Sehr schöne Poollandschaft. Alles klar, schon wieder fertig. 8 und Zaun, 9 und Garten, 11 und Zeinarbeit. 8 und Zaun. Ich muss ganz kurz mal planen, habe ich Blödsinn hier gemacht? Ja, ich nehme 8 und Zaun. Ich habe Blödsinn gemacht. Mach einfach hier. Ich nehme auch 8 und Zaun. Das nehme ich hier mal rein. 2. Okay. Noch mehr Garten. 6, 12 und nochmal 6 mit Zaun. 6, was? 6 mit Zaun, 12 mit. 6 mit Park. Ja, ich nehme 6 und Zaun. Genau. Hier. Ja, ich auch. Und dann habe ich nämlich. 6. Und den Zaun. Ich habe jetzt auch das hier erfüllt. Ich habe jetzt hier 3 Einer und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also habe ich den erfüllt, kriege ich nochmal 6 Punkte für die Nummer 2. Wenn du den dritten auch noch erfüllt hast, dann ist vorbei. Na, das dauert noch. Dauert noch ein bisschen. Fertig? Ja. Boah, 15. Nein, 15 ist schlecht. 10. 10 und Pool. Oh, das ist gut. Oder 9 und... 9 und Zaun. Ich nehme 10 und Pool. 10 und Pool. Eindeutig. Ja. So, 7 und verkaufen, 8 bis und 4 und verkaufen. 8 bis... Oh. 7 und verkaufen jetzt. Ja, ich mache jetzt mal... Ich nehme auch 7 und verkaufen. 7 und verkaufen. 7 und verkaufen. Ich verkaufe hier meinen 2er, glaube ich. Einfach. Oh, das habe ich noch mal das. Ja, ich verkaufe mal das 2er hier. Hier ist eins. Tja, ich habe nicht so viele. Man müsste dafür ja natürlich viele gleiche haben. Ich habe alles unterschiedliche. Ja, ja. Na, ich nehme auch den 3er. Okay. Und nachher gelten natürlich auch nur fertige, es müssen Zahlen drinstehen. Nur Zäune reichen nicht. Ja, ist klar. Oh, 10 und verkaufen. 8,
und nur. Oh, jetzt wird's hart für mich, weil die sind definitiv. Ich habe echt nur 10. hohe Zahlen. Jetzt passt keine Zahl mehr. Das heißt, ich muss 10. jetzt. Muss Verkauf jetzt, das 5er. Ich muss jetzt hier unten was abstreichen, weil ich nichts machen kann. Und ich habe hier 5, 3, 2, 5er, 3er und hier ist das. Ich kann 2er. Nur noch kleine Zahlen machen. Das ist eine Katastrophe. Also ich muss hier jetzt einen abstreichen für nichts gemacht. Oh ja, das stimmt. Ich kann nur noch klein. Es ist natürlich ein. So bitte nicht spielen, wenn ihr das nächste Mal Welcome to spielt. Ah, endlich eine kleine Zahl. Aber selbst die kann ich nicht machen. Ich kann nur noch kleiner als 5. Ich bin verloren. Ich befürchte. Ich bin verloren. Da kann ich gerade auch nichts machen. Das ist ja alles nur Zaun. 5, 7, 9. No, das ist auch mein erster. Ja, jetzt wird halt echt hart jetzt. Aber guck mal, jetzt müssen wir mischen. Jetzt müssen wir einfach mischen, okay. Also ich weiß gar nicht, ob die letzte liegen bleibt, ist auch egal. Es wird einfach gemischt, mischen wir die Stapel endlich durch. Und dann wirst du wieder mit Zahlenseite nach oben, dann sieht man auch nicht, was als nächstes kommt. Okay. Ja. Ja, ein bisschen so. Noch was Kleines. Ne? Ja, man muss halt, man darf nicht Biss so von oben nach unten oder irgendwie so einen Quatsch machen, sondern man muss halt, muss natürlich gut mit. Oh, das gibt's nicht. Was ist das aber? Doch, 12 Biss. Aber 12 kann ich auch nicht machen. Ich kann aber trotzdem eine 13 machen. Echt? Bei dir ist vorbei. Mir ist vorbei. Oh shit, ich kann eine 13 machen. Bei mir ist einfach vorbei. Und tja, das war natürlich noch, ein bisschen ein harter Aufschlag für Hunter Town. Einfach am Schluss dreimal nichts mehr machen können. Kann ich mir hier nochmal eine 3er machen. Aber na gut, so ist es halt. Man kann jetzt bei mir einmal, jetzt kann man hier gucken. Also ich habe natürlich den Auftrag gar nicht erfüllt. Ja, das linke sind die Aufträge. Genau, das rechnen wir jetzt einfach zusammen hier zusammen. Gemacht. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt 18 durch Aufträge. Ich habe immerhin 19. So, jetzt guckt man diese drei Reihen Parks. In der obersten Reihe habe ich mich bis auf 4 Punkte freigespielt. Hier 2. In der zweiten leider 0. Und in der dritten nur 2. Ich habe 6. Extrem wenig. Du auch noch 6. Ich habe aber viel. Ich habe 12 Punkte insgesamt. Durch Parks. 12 insgesamt. Aber 21 Punkte für Pool. Boah, ich habe nur 13. Ich habe ein Ding nur. 2. Das heißt, du kriegst 7, ich krieg 4. Ich weiß nicht, ob es da eine 2-Spieler-Regel gibt. Die machen es jetzt einfach mal so. Und hier, ja, da habe ich aber auch extrem wenig. Und da muss man jetzt halt gucken. Also guck, multiplizieren, nur fertiger. Ne? Also guck mal hier, kannst du einmal schauen. Bei mir die 1er. Ich habe 2 Einser. Jede Einser ist 3 wert. Also kriege ich quasi 6. Bei mir hier ist noch eine dritte, Entschuldigung. 3, bei mir 6, ist halt 9. Nur 1 wert, ne? Bei dir ist noch nur 1 wert, genau. Nur 2. Also das größte, sichtbarste. Ist 1. Das ist ja 1, Entschuldigung, hab's nicht gesehen. 1, 2, 3, also nur 3 Punkte. Bei mir 9 Punkte für die 1. 2er habe ich nur 1, das sind 2. 2er habe ich auch nur eine. 3er habe ich leider auch nur ein fertiges. Ich wollte natürlich hier noch das da eigentlich machen. 3er habe ich 2 fertige, die jeweils 4 Punkte wert sind. Das sind 8 Punkte. 4er habe ich gar keins. 4er habe ich auch gar keine. 5er habe ich eine. Habe ich auch eine. Hat man ja gebraucht, die ist bei mir 6 Punkte wert. 6, genau. Und eine 6er habe ich eine, die ist bei mir 8 Punkte wert. Bei mir ist sie 6 Punkte wert. Ah, da habe ich abgelost Minus, am Schluss. Ja, da ist Minus, bei mir 3. Bei mir auch. Und hier nochmal minus 5. Weil ich. Bei mir jetzt, zum Glück jetzt muss man jetzt halt alles zusammenzählen. Alles klar. Müssen wir mal kurz rechnen. Also wenn ich mich nicht verrechnet habe, habe ich 65. Ich habe 80. Oh, ja, aber es war klar. Das hier bei dem Vermakler habe ich voll abgelost. Sonst war es, glaube ich, war ich noch relativ gut dabei. Ja, da muss man am Ende noch richtig rechnen. Da sind wir ja beide Spezialisten. Ja, da sind wir Spezialisten. Aber das ist immer so eine Sache. Aber ich glaube, ich habe mehr. Ja, ich glaube auch, du hast mehr. Aber es ist super. Es Hunter Town hat sich geschlagen. Dadurch, dass es diese variablen Dinger gibt. Es war jetzt auch wieder auf Kickstarter. Also es war ein sehr beliebtes Ding, wo irgendwelche Spezialblöcke jetzt mit Halloween-Block und so weiter und so fort. Also es hat, glaube ich, seine Fangemeinde gefunden. Und bei mir kam es auch, also in der Erstpartie waren wir noch irritiert, weil dann auch, das wurde dann ganz schnell beendet und so. Also ich würde wirklich empfehlen, das auf jeden Fall mit dieser Regel zu spielen, dass man die Sachen ja nur einmal werten darf. Wenn wir jetzt hier irgendwas falsch gemacht haben, aber wie gesagt, bei ein paar Dingen bin ich auch erst beim zweiten oder dritten Mal lesen, wie mit dem Verkaufen und so, dass das so eigentlich Sinn machen muss, weil das Abstreichen ja wirklich nur für die Baukarten dann relevant ist. Also kann man beim Verkaufen ja wieder nicht abstreichen, da steht es auch in der Anleitung nicht drin. Das ist alles so ein bisschen, ein paar Sätze mehr hätten da vielleicht eine Anleitung ganz gut getan, aber dafür ist das Spiel umso besser. Also mir gefällt es wirklich. Ja, für alle gut. Leute, die eben sowas, wie war das jetzt nochmal? Draw and Run.
Draw and Fill. Das kann ich mir irgendwie nicht merken. Ja, ja, ich finde, es ist nicht ich schlecht. Es ist so ein bisschen abstrakter halt. Ne? Also ich glaube, so dieses ne, das Malen, das gefällt mir prinzipiell ein bisschen besser als diese Zahlen. Aber trotzdem finde ich es sehr hübsch. Ist auch hübsch gemacht, ne? Mit diesem Retro-Look. Auf jeden Fall ganz nett. Hier die Übersichtskarte habe ich auch noch nie ja, richtig gezeigt. Ja, die ist auch wirklich... die ist auch irgendwie nicht so... Die ist für Kennerspieler, ja. Die ist so ein bisschen für Kennerspieler designt, ja. Aber trotzdem sehr hübsch. Also wenn man weiß, was die Aktionen machen, dann kann man es ja auch sehen. Aber ich würde nie im Leben... Ja, und hier guck mal auch der Hintergrund hier. So richtig schön, völlig egal, aber sehr schön. Ne? Sehr hübsch. Du hast ganz anderes, ne? Ach so, sind alle anders. Ja, schon witzig, ja. Ja. Ziemlich cool. Sehr schön. Also wer Roll-and-Ride-Spiele mag, soll sich auch dieses Draw-and-Fill-Spiel, wenn wir das jetzt richtig gesagt haben. Also ja, Gefühl, das spielt sich wie ein Roll-and-Ride. Das kann man natürlich auch mit Roll-and-Ride-Spielen vergleichen. Und mit denen, die ich da in letzter Zeit, es gibt ja wirklich echt viele, es ist ja wie so ein Mini-Explosion-Boom von Roll-and-Ride, ausgelöst durch so... Nochmal und solche Sachen, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass es wieder ganz hoch im Kurs ist. Und da ist es bei also mir persönlich auch... Railroad Inc. Kann es nicht gefährden bei mir in der Liste, aber... Echt, bei mir ist das... Ist das ja. Also Railroad Inc., da hat es jetzt natürlich auch noch einen Vertreter genannt, der sehr, sehr, sehr cool ist. Aber das hier finde ich wirklich auch extrem gut. Ja. Also, wir haben viel Spaß damit. Sehr schön. Ihr hattet auch Spaß. Danke fürs Zuschauen, abonnieren, kommentieren, unterstützen. Und dann sehen wir uns spätestens beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.